Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 4 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise und wir sind wieder unterwegs auf der Strecke Nahverkehr Dresden und müssten uns etwas beeilen. Wir sind hier am Dresdner Hauptbahnhof und wir haben uns gerade mit einer ganz lieben und netten Kollegin ein bisschen verquatscht und jetzt läuft uns die Zeit davon, denn wir müssen heute einen Zug übernehmen und zwar einen Intercity in Richtung Köln und der Zug wird in weniger als 2 Minuten abfahren. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier echt beeilen. Hier steht unser Intercity. Der wird gezogen von einer Baureihe 101, in die wir uns jetzt begeben. Wahrscheinlich haben die schon den Bereitschaftslokführer oder die Bereitschaftslokführerin losgeschickt, weil sie gedacht haben, ich bin schon gar nicht mehr da. Aber ich habe mich lediglich da unten am Bahnsteig ein bisschen verquatscht. So, mal gucken, ob wir diesen Intercity jetzt noch übernommen bekommen. Denn der soll ja, wie gesagt, um 12.02 Uhr oder sowas abfahren. So, jetzt begeben wir uns erst einmal in unsere Lokomotive, steigen ein. Und tatsächlich haben die hier schon einen Kollegen hergeschickt. Ja, da würde ich mal sagen, nee, sie müssen dann doch nicht übernehmen. Ich bin da. So, also, wir fahren den Intercity von Dresden Hauptbahnhof in Richtung Köln. Und das Ganze machen wir bis Riesa. Unsere Lok ist die Baureihe 101 und Zuggewicht 403 Tonnen, 8 Einheiten im Zugverband, Zuglänge 203,4 Meter. Dann nehmen wir einmal Platz. So, der Kollege hat die Türen schon aufgemacht. Das ist sehr lieb von ihm. Richtungswender vorwärts ist eingestellt. Bremsschlüssel aufgesperrt. Das heißt, hier ist eigentlich alles soweit schon eingestellt. Wir schalten uns per Tastenkombination Steuerung und Enter vom Nummernblock die PZB ein. Dann mit der Umschalttaste und Enter vom Nummernblock die SIFA. Und neu mit der Tastenkombination Steuerung und R können wir uns auch jetzt die AFB per Tastenkombination einschalten. So, da müssen wir nämlich nicht immer diese aufwendigen Bewegungen machen. Es handelt sich hierbei um ein Fahrplanszenario. Warum wir das jetzt aus der Halle gestartet haben, das ist ganz einfach zu erklären, weil wir nicht direkt im Zug gestartet sind. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. So, ja, wir haben es gerade noch so geschafft, dass wir den Zug übernehmen konnten. Das hat aber etwas mit den Startzeiten zu tun, denn ihr könnt die Startzeiten, wenn ihr im freien Spiel zu Fuß startet, das habe ich jetzt nämlich mal hier gemacht, wenn ihr im freien Spiel zu Fuß startet, habt ihr die Möglichkeit, die Startzeiten alle 5 Minuten auszuwählen. Hier würde ich mir wünschen, dass das irgendwann mal jede Minute möglich ist, aber ihr habt die Möglichkeit, da erstmal alle 5 Minuten das Ganze zu starten und entsprechend habe ich jetzt hier 12 Uhr genommen, wenn der Zug 12.02 Uhr losfährt, weil 11.55 Uhr, das wäre dann ein bisschen lang gewesen mit 7 Minuten, bis der Zug abfährt und ich möchte euch ja auch nicht langweilen. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt als Jahreszeit heute mal Winter ausgewählt und das Ganze sogar bei Schnee. Befreien uns mal schnell aus der PZB. Und ihr seht, jetzt heute mal die Strecke Nahverkehr Dresden im Winter. Und was etwas überraschend ist, zumindest aus meiner Sicht, dass hier die Höhe der Schneedecke bei der Strecke nicht eingestellt werden kann, obwohl ja die Strecke das Upgrade für Train Sim World 4 bekommen hat. Da habe ich gedacht, das ist mit dabei, dieses Einstellen der Höhe der Schneedecke. Aber das scheint hier im Update nicht dabei zu sein. Finde ich ein bisschen schade, denn bei den neueren Strecken, also ab TSW 3 aufwärts, ist das ja möglich, die Höhe dieser Schneedecke, also den Schneegrad, einzustellen. Naja, aber sieht trotzdem, finde ich, ganz hübsch aus. Wir kommen uns auch schon die ersten Züge entgegen. Hier müssen wir nicht quittieren. Hier liegt auch kein Magnet. Hier auch nicht. Also wie gesagt, ich drücke lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So, unsere Lokomotive, wie vorgelesen, die Baureihe 101 mit dem Intercity. Ihr braucht, wenn ihr diese Fahrplanfahrt spielen wollt, die Strecke Nahverkehr Dresden. Die ist in TSW 4 Deluxe und Special bereits enthalten. Außerdem braucht ihr dazu das DLC Baureihe 101. Das ist ein separates Fahrzeug-DLC mit Szenarien und Fahrplanfahrten für die Strecke Rhein-Ruhr, also Hauptstrecke Rhein-Ruhr von Duisburg nach Bochum. Und wenn ihr das habt, dann gibt es auch Fahrplanfahrten für andere deutsche Strecken. Zum Beispiel für Nahverkehr Dresden, für Bremen-Oldenburg, ich glaube für Würzburg, Kassel-Würzburg auch. Also ich kann sie jetzt nicht alles aus dem Kopf aufzählen. Aber da gibt es schon so einige Fahrplanfahrten, die ihr dann übernehmen könnt. So,
aktuell 60 erlaubt und ich würde sagen, wir nutzen die heutige Gelegenheit, sobald wir Dresden verlassen haben, nutzen wir die heute die Gelegenheit und können vielleicht nochmal abschließend über das Roadmap-Update sprechen. Das ist ja gestern am 7. November veröffentlicht worden und halt ja dann doch so einige Informationen für uns bereit. Einige Informationen, mit denen wir nicht gerechnet hätten, zum Beispiel einige Ankündigungen. Wir passieren jetzt hier nebenbei, während wir reden, den Bahnhof Dresden-Mitte, überholen jetzt anscheinend auch eine S-Bahn auf der rechten Seite. Könnt ihr hier mal so in die Außenansicht gehen und das Ganze abschauen, wenn jetzt nicht diese Kollisionsabfrage hier wäre. Und werden jetzt hier gleich die Elbe überqueren auf der Marienbrücke. Die Elbe werden wir auf unserer Fahrt zweimal überqueren, nämlich jetzt einmal hier im Raum in Dresden. Nebenbei auf der rechten Seite die Zigarettenfabrik. Also hier überqueren wir erstmals die Elbe und dann in, kurz vor Riesa ein zweites Mal. Können wir mal hier nach rechts und nach links schauen. Hier gerade auf der rechte Seite ist sehr, sehr interessant. Ihr seht auch gerade, dass hier sehr, sehr viel Verkehr auf der Strecke ist. Das ist so, wenn ihr sehr, sehr viele DLCs installiert habt. In meinem Fall sind das ja sogar alle DLCs. Dann könnt ihr eben auch sehr viel Rollmaterial hier zu sehen bekommen. Also das sind eben auch sehr viele Züge, vor allem Güterzüge hier unterwegs. So, wir nähern uns Dresden-Neustadt. Unser erster und einziger Zwischenhalt während der Fahrt bis nach Riesa. Und wir sehen sogar auch, dass unsere Züge hier an den richtigen Gleisen halten. So, wie gesagt, das mit der Bahnsteighöhe, dass die hier nicht eingestellt werden kann, trotz Upgrade auf die TSW4-Features. Ich dachte, dass die TSW3-Features da auch mit inbegriffen sind. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Weltuntergang, aber hat mich schon etwas irritiert. So, dann erreichen wir einmal Dresden-Neustadt am Gleis 6 und schaffen es ja fast schon super genau hier zu halten. So, also Thema Roadmap. Da wird es, ihr seht es hier, ein Winter-Core-Update wurde angekündigt. Wir wissen jetzt nicht, wann das genau kommt, ob das noch vor Weihnachten oder erst nächstes Jahr kommt. Da wird es hier Updates für den Streckenmonitor geben. Und da wird uns unter anderem auch die Geschwindigkeit dann anzeigen, die wir fahren zum aktuellen Zeitpunkt. Er zeigt uns ja aktuell jetzt erstmal nur an, was erlaubt ist. Dann wird es hier nochmal Verbesserungen geben. Dann auch die Distanz wird dann einstellbar sein, inwieweit wir vorausschauen können. Das können wir dann selber in den Einstellungen einstellen. Also der Streckenmonitor wird hier ein sehr, sehr großes Upgrade bekommen. So, Kollege, wenn du noch mit möchtest, dann beeil dich aber. Ich fahre nämlich gleich wieder los. Jetzt sehen wir auch den Bahnhof Dresden-Neustadt. Auch für die Strecke Dresden, da ist seitens der Community wohl ein neues Fahrplan-Update in Arbeit. Also das ist eine Community-Entwicklung. Da ist jemand dabei, nochmal für Dresden einen komplett neuen Fahrplan-Modus zu erstellen. Also da wurde auch in der Roadmap darauf hingewiesen, so auf einige Projekte, die die Community jetzt entwickelt, dank des Transim World 4 Editors. Ja, also sehr, sehr interessant und sehr umfangreich. Ja, Roadmap. Wie gesagt, die nächste Strecke wurde angekündigt. Nun offiziell die Berliner Bahn von Italien, also von Tirano aus bis nach Ospizio. Der höchste Punkt der Berliner Bahn, rund 30 Kilometer Strecke. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber dafür fast anderthalb Stunden oder eine Stunde und 20 Minuten Fahrzeit. Dann, wie gesagt, die nächste englische Strecke steht in den Startlöchern, die nächste Woche schon rauskommt mit der Strecke mit der Strecke Blackpool Branches von Blackpool nach Preston sowie einigen Abzweigen dazu. Dann die Maintalbahn, gehe ich mal auch davon aus, dass die noch vor Weihnachten veröffentlicht wird. Bei der Schweizer Strecke bin ich mir da aktuell jetzt nicht so hundertprozentig sicher, könnte aber auch sein. Und dann wird ja in den nächsten drei Monaten auch noch eine amerikanische Strecke erscheinen. Da gehe ich aber davon aus, dass das erst im kommenden Jahr der Fall sein wird. So, wir verlassen jetzt hier Dresden-Neustadt in Richtung Riesa. Wir werden jetzt erst einmal hier parallel zur S-Bahn-Strecke fahren. Jetzt hat uns die S-Bahn, schaut mal, die S-Bahn hier, die wir hier sehen, die haben wir vorhin in Dresden mit überholt. Die überholen uns jetzt gerade zurück, aber die wird jetzt hier am Bischofsplatz halten, während wir hier durchsausen und gleich Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer hier auf dieser Strecke fahren dürfen, zumindest bis zum Abzweig, wo wir dann
Wir fahren ja jetzt nicht die direkte Strecke über Coswig nach Riesa, sondern wir werden dann wieder über die Weißiger Kurve fahren. Genau der gleiche Abschnitt, den wir vor kurzem auch mit dem ICE gefahren sind, in die entgegengesetzte Richtung. Aber ich wollte euch einfach nochmal die gesamte Strecke jetzt hier im Winter zeigen. Das war mir halt nochmal für das heutige Video wichtig, dass wir uns einfach mal angucken können, wie sieht denn Nahverkehr Dresden im Winter aus. Und ich finde, es sieht, auch wenn die Schneedecke jetzt nicht einstellbar ist, sieht das meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr schön gestaltet aus, diese Wintertexturen. Das ist halt schon eine tolle Sache. Allgemein, ist wieder der Radschlupf. Ihr seht, wir dürfen gar nicht so schnell beschleunigen, weil ich den Nässe gerade auch ein bisschen höher gestellt habe. Und da muss man natürlich sehr aufpassen. So, lassen wir unser Zug hier mal vorbeisausen. Wir verlassen jetzt das Stadtgebiet von Dresden in Richtung Nord, leicht Richtung Norden. Richtung Norden, Nordwesten fahren wir jetzt. So, mal gucken und haben trotzdem. Mal gucken, wie hoch wir mit der Geschwindigkeit können, ohne dass wir wieder den Radschlupf haben. Ja, wie gesagt, ich finde das eine tolle Ergänzung. Diese Baureihe 101 mit dem Intercity-Wagen ist genauso wie der ICE und diese Strecke Köln-Aachen in dem German Expansion-Bündel erhältlich. Das heißt, es ist eine Sammlung von 4 DLCs, die da drin sind. Da ist, wie gesagt, Hauptstrecke Rhein-Ruhr dabei. Dann ist, Köln-Aachen ist dabei und die Baureihe 101. Und ich meine, dass da auch noch eine dritte Strecke mit drin ist oder ein zweites Fahrzeug-DLC. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das Ganze ist da mit drin. Und da könnt ihr eben das Ganze kaufen und spart da so ein bisschen Geld, wenn ihr euch die DLCs sonst einzeln kauft. Und da habt ihr eben auch dazu die zusätzlichen Fahrplanfahrten hier auf der Strecke Nahverkehr Dresden. So, unsere Fahrzeit, wann sollen wir in Riesa ankommen? 20 Minuten, wie gesagt, allzu lang ist die Fahrzeit ja gar nicht. Also ich finde die Fahrzeiten mitunter auch sehr, sehr knapp bemessen. Aber das ist, denke ich mal, eher Ansichtssache. So. Dresden, ich habe es ja jetzt gerade erwähnt, auch im Winter eine absolute Reise wert. Ich habe jetzt ja Dezember eingestellt. Im Dezember, wenn ihr im Dezember in Dresden seid, solltet ihr auch unbedingt den Striezelmarkt besuchen. Das ist dieser weltbekannte Weihnachtsmarkt in Dresden. Ist sehr, also meistens auf dem Altmarkt ist der. Ich würde euch da aber nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, den Striezelmarkt zu besuchen, macht das am besten nicht an den Wochenenden, da ist das leider sehr überlaufen, sondern macht das am besten in der Woche am Vormittag, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. In der Woche am Vormittag, da ist da relativ wenig los, sodass ihr euch in Ruhe da alles anschauen könnt. Ganz besonders zu empfehlen, falls ihr Fleisch esst, die halben Meter Bratwurst ist sehr zu empfehlen. So, werde ich dies Jahr übrigens auch wieder machen, den Striezelmarkt in Dresden besuchen. Relativ, aber irgendwann wird das dann eher Mitte Dezember wahrscheinlich der Fall sein. So. Was aber auch ein tolles TSW 3-Feature ist, was hier mit übernommen wurde, das ist, dass der Zug halt hier, wenn wir hier sausen, so diesen Schnee aufwirbelt. Das ist auch eins der neuen Features, die zu TSW 3 und 4 gehört. Aber auch, wenn ihr es gerade am Bahnsteig gesehen habt, dass eben nicht der komplette Bahnsteig vom Schnee befreit ist, sondern dass eben so die Ecken und Kanten noch mit Schnee bedeckt sind, dass das so aussieht, dass eben so die wichtigste Stelle freigeräumt wurde, aber eben nicht alles, so wie es eben auch im Vorbild der Fall ist. So, ich glaube, wenn wir dann auf dem Abzweig sind, da dürfen wir dann nur 100 fahren. Wir sind mittlerweile auch hier im Stadtgebiet von Radebeul, wo wir uns gerade befinden. Da sind jetzt hier die Station Radebeul-Kötschen. Oder? Und hier seht ihr das nochmal, so diese Wintertexturen am Bahnsteig. Wenn der Zug vorbei ist, also hier seht ihr so. Finde ich auch. Das sieht halt auch sehr, also wirklich fast wie in echt aus. So, da vorne kommt 130. Jetzt ist die Frage, wie weit ist das weg? Denn wir müssen auch die Geschwindigkeit hier mitunter rechtzeitig reduzieren. Wenn wir das zu spät machen, dann greifen nämlich hier diese GPA, die Geschwindigkeitsüberwachungsmagneten. Hier wird's angekündigt. Das heißt, hier geht es erstmal für uns runter. Ich glaube, man bremst da auch bei AFB eigentlich immer selbst, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe. Bremsen wird da wohl immer selbst gebremst und niemals, dass das alles die AFB macht. Deswegen, soweit ich das weiß, versuche ich das dann auch so nachzuspielen. So, hier ist jetzt eben der Abzweig. Hier war jetzt noch der Bahnhof Radebeul-Kötschen-Broda, der S-Bahnhof.
Und wir fahren jetzt hier über den Abzweig und wechseln von der Strecke Dresden-Leipzig auf die Strecke Dresden-Berlin. Und die werden wir jetzt hier nutzen, bis wir dann anschließend auf die Weißiger Kurve wechseln und dort die uns dann wieder auf die Strecke Dresden-Leipzig führt. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Projekt gewesen, um das überlastete Stellwerk in Coswig zu entlasten. Allgemein die Strecke da zwischen Coswig und Riesa so ein bisschen zu entlasten, so dass die Fernzüge jetzt hier die Strecke Dresden-Berlin nutzen können, weil hier fährt ja auf diesem Abschnitt bis zur Weißiger Kurve, da fährt ja außer dem Fernverkehr und dem Güterverkehr, fährt ja da mittlerweile fast nichts mehr. Personenzüge, also Regionalzüge, sind hier früher mal unterwegs gewesen. Regionalzüge, insbesondere der Linie Dresden-S, die sind, glaube ich, früher hier lang gefahren. Und hier waren auch einige Bahnhöfe auf dem Abschnitt, die es mittlerweile aber nicht mehr gibt. Zum Beispiel hatte Großenhain ja auch einen Bahnhof, Großenhain, Berliner Bahnhof. Das war sogar zeitweise halt für Fernverkehrszüge, zum Beispiel den Interregio. Aber der Bahnhof, der wurde mittlerweile aufgelassen, also sprich, da hält kein Zug mehr mittlerweile. Großenhain, da halten jetzt alle Züge, die diesen Ort passieren, eben am Großenhain-Cottbuser Bahnhof. So, jetzt geht es für uns wieder gemächlich auf die 160. Wieso sind die Bäume im Winter eigentlich bewachsen? Scheint noch ein kleiner zweiter Fehler zu sein, der mir jetzt hier gerade so ein bisschen ins Auge fällt. Wieso sehen die hier bewachsen aus im Dezember? Was hätten die Laub? Weil wenn wir jetzt Winter einstellen... Achso, es kann sein, dass der Dezember hier noch als Herbst zählt. Das kann natürlich sein. Weil wenn er jetzt Januar oder Februar einstellt, da ist wirklich nichts mehr auf den Bäumen. Da ist kein Laub und nichts mehr. Da sieht man wirklich nur noch die Äste. Oder das wirkt, als wären die mit Schnee befallen. Alles ein bisschen komisch. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass Nahverkehr Dresden, die Strecke ursprünglich für TSW 2 Waschauer gebaut wurde. Aber anschließend dann in die nächsten beiden Simulatoren übernommen wurde. Es ist also schon eine der etwas älteren Strecken. So, jetzt geht es wieder für uns runter auf 104. Da geht relativ schnell runter. So, nicht so schnell zur Seite wechseln. So, jetzt geht es auf die 140 für uns. Och, ne, ist so genau richtig gebremst. Oh, da geht es gleich noch weiter runter davon. Okay. Brauchen wir gar nicht zu beschleunigen. Da geht es nämlich gleich noch auf 120. Dann war es mal gleich die 140, die wir hier passieren. Und dann wird uns schon hier die 120 angezeigt, auf die wir als nächstes bremsen müssen. Weil wir dann schon den nächsten Gleiswechsel haben. Ich bin sehr gespannt, ob wir es heute mal ohne Zwangsbremsung schaffen, hier durchzukommen. So. Genau, hier wechseln... Nee, hier wechseln wir noch nicht, sondern wir wechseln doch dann. Das ist doch ein rechtes Gleis, was dann hier weggeht. In Richtung Weißiger Kurve. So, hier ist jetzt die 120. Bis jetzt liegen wir gut in der Zeit. Das letzte Mal hätten wir es vielleicht schaffen können, aber da hatten wir leider auch vor Coswig eine Zwangsbremsung, weil wir da, glaube ich, so schnell unterwegs waren, dass wir auf den vorausfahrenden Zug aufgefahren wären. Was sonst hier entlang dieses Streckenabschnittes meist noch zu sehen ist, das sind Weinberge. Allerdings sind die jetzt hier im Spiel jetzt nicht so dargestellt. Aber sonst ein herrliches Winterwetter, was man sich hier einstellen kann. Das muss ich echt schon dazu sagen. Ja, die Vorfreude auch auf die nächsten Strecken, so wie ich das gelesen habe, ist riesig. Viele zeigen auch Interesse an der englischen Strecke, die jetzt in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll. Blackpool Branches, die geht ja zurück in die 1980er Jahre. Genauer gesagt ins Jahr 1986. Dann eben auch Freude über die Berliner Bahn, auch wenn es nicht die komplette Berliner Bahn werden wird. Aber da gab es auch Riesenfreude drüber, wo das dann jetzt bestätigt wurde. Das haben ja viele gleich erkannt. Da hat ja Rivet Games einen Tag bevor diese Roadmap rauskam, hat Rivet Games auf Facebook einen Screenshot geteilt. Und man konnte darauf schon sehen, dass das nicht die Arosa-Bahn ist, sondern dass das viel detaillierter aussieht. Und viele der Community, es hat überhaupt nicht lange gedauert, dann haben die meisten aus der Community dann schon gesehen, dass es sich dabei
um ein neues Projekt handelt und einige Kunden dann schon schlussfolgern, hier, das ist die Berliner Bahn, und einige von euch haben in die Kommentare dann geschrieben, ja, das ist genau die und die Stelle an dem und dem Bahnhof. Also schon Respekt, wie man das da kennt. Auch klar, wenn man die Strecke im Vorbild kennt, dann ist das dann nochmal eine andere Sache. So, ja, wie gesagt, der Vorteil ist, sobald das Update vom Streckenmonitor, das wird uns dann auch die Kilometer hier anzeigen. Wenn das durch ist, dann müssen wir nämlich diesen Punkt nicht mehr benutzen. Schon wieder Güterzug, also sehr viel Kesselwagen, wahrscheinlich sehr viel Heizöl gerade hier unterwegs. Um diese Jahreszeit. Schnee heißt ja auch immer, dass es kalt ist, dass es kälter als 4 Grad ist, sonst würde der Schnee ja gar nicht liegen bleiben. Sehr gespannt, ob wir in diesem Jahr wieder Schnee haben. Das ist nämlich hier im Raum Dresden, ist das immer so eine Sache, ob es Schnee gibt oder keinen Schnee gibt. Das ist nämlich die letzten Jahre nicht mehr selbstverständlich. Die letzten Jahre gab es teilweise welchen, aber es gab auch Jahre, Ende der 2010er Jahre, da gab es ja Jahre, wo überhaupt kein Schnee war oder nur ganz kurz, vielleicht mal für einen Tag. Aber mittlerweile die letzten Jahre, dann war zumindest mal eine Woche oder so Schnee da gewesen. Jo, wir nähern uns jetzt hier, glaube ich, dem Abzweig der eigentlichen Weißiger Kurve, die uns dann von der Strecke Dresden-Berlin wieder runterleiten würde. Dresden-Berlin für TSW, das wäre sicherlich auch sehr interessant. Berlin Hauptbahnhof tief und dann nach Dresden Hauptbahnhof runter. Ist eine sehr lange Strecke, dafür aber auch eine sehr ländliche Strecke. Es wäre sicherlich für den Eurocity-Verkehr sehr interessant, wenn diese verwirklicht werden könnte. So, jetzt geht's wieder auf 160 rauf, meine ich, oder? Jetzt wird's wieder auf 160 rauf gehen. Und muss mal gucken, wo der Abzweig ist. Wieso war dieses kurze Stück jetzt eigentlich hier nur 120? Wieso sind wir eigentlich immer noch so langsam unterwegs? Luftlinie ist ja immer noch 20 Kilometer bis Riesa. Aber ich kann ja nicht 100% beschleunigen, wenn die Gleise nass sind. Ihr habt es ja gemerkt, wenn ich zu doll beschleunige, was dann passiert. Also ich finde die Fahrzeiten hier sehr, sehr eng bemessen. Wahrscheinlich so gebaut, dass das TSW das vernünftig ausrechnen kann, aber sehr, sehr schwer einzuhalten. Ich weiß nicht, falls es euch mal gelungen ist oder wenn es jemandem von euch gelungen ist, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Fahrzeiten hier einhalten konntet. Okay, hier kommt jetzt, glaube ich, der Abzweig, genau. Aber bevor wir dann auf die alte Strecke auffahren, müssen wir, meine ich, wieder ein bisschen runterbremsen. Ja, das sind auch so eine Hochgeschwindigkeitsweichen, die wir wirklich mit so einer hohen Geschwindigkeit passieren können. Das gibt es ja eigentlich sonst fast nur auf Ausbau- und Schnellfahrstrecken. Aber so ein herrliches Wetter. Wir können natürlich auch mal, wenn ihr Lust drauf habt, das ein oder andere Szenario spielen. Ich finde es halt nur ein bisschen schade bei der Strecke, dass diese Grundszenarien, dass die alle bei Nacht spielen oder bei schlechtem Wetter angesiedelt sind. Das ist ein bisschen schade. Da sehen wir unsere schöne Lokomotive. Hier mal einen Blick auf das winterliche Sachsen werfen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder hier einen Blick drauf werfen, denn wie gesagt, ich glaube, wir müssen dort nämlich die Geschwindigkeit dann auch wieder reduzieren. Bei der Einfädelung, da war, glaube ich, maximal unter 30. Ja, der Vorteil ist also, nochmal zum Start des Szenarios, wie gesagt, ich habe diesmal nicht, normal ist das ja im Fahrplanszenario so, ihr wählt euch die Strecke aus, dann den Zug, mit dem ihr fahren wollt und dann eine Fahrplanfahrt. Müsst ihr aber nicht machen, ihr könnt auch auswählen zu Fuß, wählt euch dann einen Bahnhof aus, eine Startzeit und dann begibt ihr euch, so wie wir das gemacht haben, direkt zu einem Zug, den ihr übernehmen wollt. Seht halt nochmal die Startzeit des Zuges und werdet gefragt, ob ihr den übernehmen möchtet und dann habt ihr den Vorteil, dass der Zug dann wirklich zum Abfahren fertig aufgerüstet ist. Denn das ist ja sonst, wenn ihr selber direkt am Zug startet, müsst ihr noch ein paar Einstellungen vornehmen. Aber hier in dem Fall war er ja fast fertig und wir haben nur optional die Zugsicherungssysteme eingeschaltet und eben die AFB, weil wir mit diesem System fahren wollen. So, mal schauen. Ich bezweifle, dass wir das pünktlich bis Riesa schaffen werden, also weil der Fahrplan einfach sehr, sehr eng bemessen ist. Und so viel Verspätung sind wir diesmal nicht losgefahren.
So, genau, da vorne kommt nämlich die Einfädelung auf die 130. So, wird das jetzt hier noch beschildert? Nicht, dass wir hier wieder zwangsgebremst werden. Genau, hier vorne wird es beschildert. Oder angekündigt. Und hier fädeln wir uns dann auf die alte Strecke Dresden-Leipzig ein. Ich glaube, hier fahren wir dann auch nicht viel schneller als 130. Aber im Moment, hier vorne ist gleich 120, da können wir den gleich runterstellen. Genau, da haben wir jetzt nämlich den Radschlupf hier drin. Und fahren dann gemütlich die letzten Kilometer 120 in Richtung Riesa. Es könnte 11 Kilometer mit 120. Es könnte so weit. Genau, hier war die Reduzierung, aber es betrifft uns nicht. Wir haben alles schon so weit und korrekt eingestellt. Die ICE, also wir fahren ja wie gesagt die ICE-Linie Dresden-Köln. Die ist auch lange Jahre mit der Baureihe 101 und Intercity Wagen gefahren wurden, aber oft auch mit Steuerwagen, und dann aber seit glaube ich 2016 sind hier die Doppelstock Intercity unterwegs, also die 146.5 mit dem Intercity 2 Wagen und 101 mit Eurofima Wagen ist zwar schon noch ab und zu unterwegs, aber eher selten. Es gab ja auch lange Jahre gar keine Intercity-Anbindung Dresden-Köln. Da musste in Leipzig umgestiegen werden, weil an der Stelle der Intercity Dresden... Welcher war es denn? Dresden... Frankfurt. Der ist dann dafür damals immer jede Stunde gefahren, und das Mundwerk Richtung Köln wollte, musste in Leipzig halt umsteigen. Aber mittlerweile ist das gegenseitig jetzt wieder 2-Stunden-Takt. So, wir sind... haben wir jetzt, glaube ich, hier Nünchritz passiert. Hier haben wir ja letztens in dem Chemiewerk auch eine Rangierarbeit geleistet. So, mal gucken, ob wir überhaupt noch mal irgendwo schneller unterwegs sein werden. Da kommt eigentlich nur noch Glaubitz, und hinter Glaubitz, da geht es dann in Richtung... Hinter Glaubitz geht es dann noch mal über die Elbe, wie schon angekündigt, und dann werden wir Riesa erreichen. Ja, wir sehen, wir haben Dresden verlassen. In Dresden war ja richtig krass viel Zugverkehr unterwegs. Wir haben Dresden verlassen. Und hier auf der Strecke ist dann schon ein bisschen weniger los. Weil das auch eine der am meisten befahrenen Strecken in Sachsen ist. So, das ist jetzt, das ist Nünchritz, da war das davor in, das war jetzt Nünchritz gewesen. Was war das davor hin gewesen? Weil, da war das davor in der stillgelegte, okay, also Korrektur. Das jetzt hier war Nünchritz, und der Bahnhof davor, wo das Chemiewerk ist, das war der ehemalige Bahnhof von Weißig. Und da der ja stillgelegt ist, war dort auch absolut zu Recht Schnee auf den Bahnsteigen. Kommt jetzt also nur noch Glaubitz. 6,6 Kilometer, aber das ist nicht zu schaffen, Leute. Drei Minuten und 6 Kilometer, das ist nicht zu schaffen bei der Geschwindigkeit. Muss ich jetzt echt sagen, das geht gar nicht. Wie soll das funktionieren? Also Luftlinie, das kann, wir fahren da vielleicht eventuell noch einen Bogen. Das heißt, dass wir in Wirklichkeit ein bisschen mehr Kilometer fahren. Da vorne schon die Station Glaubitz. Kann das sein, dass das hier schon der Bahnhof von Glaubitz ist? Das ist dann der letzte Halt. Ja, genau, Glaubitz. So, hier kommt es wieder, ein Zug mit Kesselwagen. Ja, man scheint viel Bedarf für Gas oder Öl gerade zu haben, jetzt in diesem Winter. Zumindest hier im Spiel. So, das ist Glaubitz. Das ist die letzte Station vor Riesa. Dann werden wir lediglich noch die Elbe überqueren. Ein zweites Mal. Und dann... was bedeutet? Ja. Hätte ich jetzt hier abbügeln müssen, also Strom abnehmen runter. Ah, okay, genau. Hier hätte ich das machen müssen.
Das scheint ja automatisch zu gehen. Da müsste ich, glaube ich, jetzt genau, da muss der Haupt, die Hauptschalter nicht, sondern der muss auf aus. Dann den wieder aufheben, dann macht es das Spiel automatisch. Okay. Also man muss auch diese Zeichen beachten. Gerade irgendwas am Sound hier gemacht oder etwa nicht. Man muss dort also wirklich Stromabnehmer runter und dann wieder hoch. Anscheinend, wieso klingt der Sound jetzt auf einmal anders? So, hier fädelt sich jetzt die Strecke von Elsterwerda mit ein. Also ja, auch hier gibt es eine direkte Verbindung. Es gibt mittlerweile sogar wieder. Und hier zweigt dann die Strecke in Richtung Falkenberg-Elster ab. Gab früher mal Regionalzüge zwischen Riesa und Falkenberg-Elster. Mittlerweile wird das nur noch von Güterzügen und umgeleiteten Fernzügen in Richtung Berlin genutzt. Und dann werden wir uns jetzt gleich hier in Richtung Riesa begeben. Jetzt ist der Sound wieder da, okay. Ja, also man muss da, wo es steht, wirklich auch abbügeln. Das ist krass, wie nah am Vorbild sich das jetzt hier orientiert. So, hier überqueren wir jetzt ein letztes Mal die Elbe. Jetzt müssen wir aber selber mal gucken. Das machen wir schon mal aus. Hier muss doch irgendwo die 80 angekündigt werden. Hier da vorne auf uns zukommt. Deswegen habe ich da schon mal die Leistung weggenommen, weil das auch eine quittierpflichtige Geschwindigkeit ist. Hier. Genau. Hier, die muss quittiert werden. Das Signal davon muss auch noch quittiert werden. Oh, jetzt hätte ich fast die Überwachungskurve noch vergessen. Ich werde jetzt gar nicht groß dazu kommen. So, wo ist das denn? In 1,2 Kilometern halten wir schon. So, das Signal muss auch quittiert werden und kündigt uns ein zeitzeigendes Signal an. Das heißt, da müssen wir noch da vorne auf die 40 maximal runter. Also hier jetzt die zweite Elbbrücke, die Elbbrücke von Riesa. So, ab hier gilt jetzt erst die 80. Oder ist das jetzt einfach hier noch vor der Einfahrt des Signals? Sehe ich jetzt gerade, das kann ich jetzt gerade auch nicht einschätzen. So hast du mal auf jeden Fall hier auf die 40 runter. Dann haben wir Einfahrt in die Station Riesa. Mit 40 km/h dürfen wir ja reinfahren, das ist nicht das Problem. Und ja, Leute, hier wie gesagt eine Minute, obwohl wir wirklich diesmal pünktlich waren, keine Zwangsbremsung hatten. Ansonsten musst du so genau. Also ich glaube, dass diese Fahrpläne deshalb so eng gestaltet sind, weil diese Strecke hier eben gut ausgelastet ist durch sehr viel Verkehr und dass die Fahrpläne deswegen so eng ist, damit TSW das auch korrekt ausrechnet, sodass die Züge sich dann hier auch nicht blockieren. Ich denke mal, das dürfte hier der Grund dafür sein. So, da vorne direkt am Signal halten, das mag ich ganz besonders. Ich finde auch, dass man den Bahnhof Riesa hier sehr, sehr schön dargestellt hat. Muss ich echt sagen. So, aber wie gesagt, unter 2 Minuten schafft man das hier nicht. Wir hatten diesmal wirklich keine Zwangsbremsung. Wir fahren jetzt natürlich auch ein bisschen langsamer ein, aber du kannst nicht immer perfekt die Geschwindigkeit halten. Sicherlich haben wir da vorhin auch nochmal ein paar Sekunden verloren, wo das Ding mit dem Abbügeln war. Na, jetzt nicht noch failen jetzt hier am Schluss. Das wäre sehr, sehr ärgerlich gewesen. Tür auf, linke Seite, ja. Und wir können uns jetzt nochmal hier die Station Riesa anschauen. Den Bahnhof von Riesa. Da werden wir nochmal einen schönen Screenshot hier von unserem Zug machen werden. Aber das wollen wir nicht sehen. Aber das können wir uns anschauen. Hier. So,
Ich muss sagen, hier diesen unteren Bereich, den hat man wirklich sehr, sehr. Es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich kenne den Bahnhof auch im Vorbild. Es hat wirklich einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Die Station Riesa. Muss man echt sagen. Das Bahnhofsgebäude. Sieht ja auch sehr hübsch aus. So, sollen wir dann. Ach, wir sollen schon wieder die Türen verriegeln. Und da wird uns die oder der Kollege gleich hier vom Platz verscheuchen. Wir werden die Auswertung sehen. Vorgang eingeleitet. So. Gut, dann haben wir da unser Ziel erfüllt. Wir sehen die Auswertung. Und wir kriegen 4000 Punkte, dass wir die Zugsicherungssysteme verwendet haben. Aufgerüstet haben wir nicht. Wir haben die Geschwindigkeit nicht überschritten. Das ist ja mal was ganz Neues. Also, wir schließen mit gar keiner Medaille ab. Warum krieg ich denn keine Medaille? Das ist aber schade. So, dann kehren wir noch zurück ins freie Spiel. So, und werden jetzt hier schnell der Kollege oder dem Kollegen Platz machen. Und ja, uns von unserem Zug heute, wir können ja mal gucken. Signal ist auf jeden Fall frei. Und lassen einfach hier den Kollegen vorbeifahren. Und wünschen ihm eine gute Reise. Ich denke mal, Kollege wird, oder die Kollegin, die werden ja jetzt bis nach Leipzig übernehmen. Mindestens bis nach Leipzig. Und dann muss ja eh eine andere Lok am Zug dran oder ein Steuerwagen angekuppelt werden. Weil der Zug dort die Fahrtrichtung wechselt und dann über Halle, Saale, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Hamm in Westfalen und dann meine ich über die Südstrecke Solingen, Hagen, Wuppertal bis nach Köln weiterfährt. Wir wünschen auf jeden Fall eine gute Reise und ich möchte mich dann von euch für heute verabschieden, hier aus der Station von Riesa. Ich danke euch heute hier fürs Zuschauen. Jetzt machen wir noch, stolpern wir noch ins Gleis. Naja, ist ja wahrscheinlich glatt. Ja, dann möchte ich mich damit von euch heute verabschieden. Danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.